Hallo, ich bin Melli. Und ich bin Anton. Zusammen präsentieren wir euch heute Family Fun, eine Fitnesseinheit für ganz große Leute. Und ganz kleine Leute. Ganz genau. Viel Spaß dabei. Stell deine Füße auseinander, lass die Arme hängen. Richte dich auf im Oberkörper und heb deinen rechten Arm über die Seite. Hoch und ab. Ganz weit zieht der Arm nach oben und wieder runter. Das machst du ein letztes Mal und dein linker Arm zieht hoch. Beug mal deine Knie. Super. Dein Oberkörper richtest du auf. Wir machen das noch viermal. Das ist das letzte Mal. Jetzt nimmst du beide Arme nach oben. Prima. Wie geht's dir? Super. Beug mal deine Knie dabei. Zieh hoch und tief. Komm mit. Erst nach oben, dann nach unten. Komm mit. Oder andersrum. Hoch und tief. Nochmal. Und jetzt bleiben die Hände auf Schulterhöhe. Mach dich mal rund nach vorne und aufrichten. Und deine Knie beugst du wieder etwas. Wir beugen mal die Knie und federn leicht nach, ganz locker in den Knien. Ein letztes Mal für 8, 6, 5, 4, 3, 2. Stell mal deinen rechten Fuß an den linken und jetzt machst du einen Step Touch. Ein Fuß zum anderen. Sehr schön. Das muss nicht immer im Takt zu der Musik sein. Die Kleinen haben das ja vielleicht so oft auch noch gar nicht gemacht. Hände hoch. Kannst du das noch ein bisschen tiefer? Sehr gut, dann machen wir das so. So, jetzt bleiben wir wieder stehen. Heb deine Arme und dreh deinen Oberkörper. Hör mal die Musik, die hat einen Takt. Sehr gut. Du beugst deine Knie, du drehst deinen Oberkörper. Und wir bleiben hier vorne, wir gehen tief und hoch. Tief. Zieh die Ellenbogen wieder runter. Okay, das war's mit dem Aufwärmen. Jetzt fangen wir an, richtig Sport zu machen, okay? Unsere erste Übung ist Jumping Jacks. Stell die Füße parallel. Los geht's. Wir springen auf. Und wenn dir das zu anstrengend wird, dann machst du das jetzt noch viermal. Und dann machst du einen Tap zur Seite. Viermal. Und dann kannst du wieder springen. Und viermal. Zwei. Drei. Ein Tap zur Seite. So. Die Großen, die können immer springen. Die Kleinen dürfen Taps machen. Und dann sind wir bereit für die zweite Übung. Stell mal deinen inneren Fuß nach vorne, den äußeren Fuß nach hinten, heb deine Arme und dreh deinen Oberkörper zur Mitte. Anton, wechsel mal das Bein. Du musst das andere Bein nach vorne stellen. Gut. Dann müsst ihr gucken, dass ihr immer dorthin dreht, wo das Bein vorne steht, ja? Sehr gut. Der Oberkörper dreht sich. Schau mich an. Sehr gut. Lass deine Arme locker. So, jetzt geh mal zu deiner Matte. Du rollst ab und dann gehst du mit den Händen auf der Matte nach vorne und stellst die Füße hinten auf den Boden. Popo runter, Kopf hoch
Und jetzt hebst du die Beine im Wechsel. Wenn euch das zu schwer ist, dann könnt ihr das auch auf den Knien machen. Machst du das mal vor, Anton? Genau. Das ist dann ein bisschen leichter. So, und jeder macht das jetzt noch viermal. So, mit einem Hopser kommst du zurück nach vorne. Hui, komm hoch, komm zurück zu mir. Jetzt stellen wir das äußere Bein nach vorne. Genau, du hebst die Arme und du beugst die Knie und dann dreht sich der Oberkörper nach außen. Wir drehen jetzt voneinander weg und wir beugen dabei die Knie. So, die Großen mal ein bisschen tiefer in die Knie beugen. Die Kinder können sich das aussuchen. Und komm zurück zur Mitte. Schön locker lassen. Jetzt gehst du in die weite Kniebeugeposition. Legst hier deine Hände aneinander. Die Ellbogen gehen nach außen. Und dann beginnst du rhythmisch mit dieser Musik die Knie zu beugen. Na, alles gut bei dir? Ja. Schön. Schieb den Po nach unten. Kannst du noch ein bisschen tiefer? Mit dem Po meine ich, nicht mit den Armen, ne? Gut. Wir machen das noch viermal. Und dann lösen wir die Arme. Komm ein Stückchen dichter zu mir, gib mir deine Hand. Und jetzt gehen wir mit dem äußeren Bein zur Seite. Los geht's. Und wir schieben den äußeren Arm nach oben. Weit nach außen. Bitte noch achtmal. Ein langer Arm zieht nach oben. Ein weiter Schritt nach außen. Und immer ausatmen dabei. Mach deinen Arm schön lang nach außen. Ein letztes Mal. Halt. Dreh dich leicht schräg zu mir. Wir heben das äußere Knie hoch, das äußere Knie hoch. Komm mit, los geht's. Gut. Die Arme ziehen zur Seite, an dem Bein vorbei. Und atme aus, wenn das Knie nach oben zieht. Schieb die Arme rhythmisch an der Seite vorbei. Auf acht. Noch viermal. Merkt ihr das mal für später? Wir kommen zurück zur Matte. Geh zu deinem Platz bitte. Und dann rollst du wieder ab. Kommst nach vorne. Stellst die Füße leicht auseinander. Anton, geh auf die Knie bitte. Auf die Knie. Und jetzt hebst du im Wechsel den Arm zur Seite. Andere Seite. Wenn dir das zu schwer ist, Anton, hebst du nur die Ellbogen leicht an auf den Knien. Okay. Wie ist es jetzt, Anton? Es ist besser. Super. Wir machen das noch zweimal. Und mit einem Hopser kommst du wieder nach vorne. Komm, wir wechseln die Seiten. Geben uns die Hand und gehen in den Ausfallschritt zur Seite. Der Arm geht mit nach oben. Sehr schön. Der andere hat so schön warme Hände, meine sind so kalt. Wir machen das noch viermal.
So, dann lösen wir uns voneinander, drehen uns leicht schräg und das äußere Knie zieht hoch. Na, mach doch mal, ist doch schön. Und Takt. Zieh mal dein Knie hoch. Prima. Die Arme gehen außen vorbei. Darfst auch mal ausatmen. Nur noch viermal. Na, dann hör mal langsam auf damit. Gut, jetzt kreuzen wir die Füße hinten im Wechsel. Guck mal, erstmal langsam, erstmal langsam. Wenn ihr das habt, dann wird es schneller. Los geht's. Tipp, tipp. So, die Kleinen, die machen jetzt so weiter. Und die Großen fangen mit mir zusammen an, hier nach hinten zu springen. So, bleib im Rhythmus, Anton. Schieb nach unten. So, noch ein bisschen mehr. Gut durchatmen. Wir machen das noch achtmal. Super. Aufrichten und mal locker lassen. So, jetzt bist du auf der Matte. Ich bin jetzt mal hier vorne. Und wir rollen ab. Kommen nach vorne und jetzt machen wir Push-Ups. Anton, bleib in der Vierfüßlerposition. Geh hier mit deinem Brustkorb tief. Die Großen können sich jetzt verändern. Kommt ein Stück nach vorne, streckt den Rücken und hier geht's tief. Anton, was kannst du tun, wenn es anstrengend wird? Super. Na, geht's noch? Und wir bleiben oben. Zurückschieben. Einen runden Rücken machen. Und auf die Seite legen. Gut. Hier stützt du dich auf den Unterarm. Mit der oberen Hand befestigst du dein Handgelenk. Und jetzt wird das Becken gehoben. Heb dich seitlich an. Achte auf deine Hüfte. Schieb dich rauf mit der Ausatmung. Na, wie geht es dir, Anton? Es geht gut. Super. Und einmal setzen. Wir kommen einmal hoch. Die Füße kommen zur Mitte. Roll dich nach hinten. Leg deine Hände hinter den Kopf. Heb die Beine an und beginne Rad zu fahren. So, hier spannst du den Bauch an, ziehst ihn gut nach innen. Und wenn du die Beine etwas langsamer bewegst und tiefer ziehst, dann ist es anstrengender. Wenn du hier oben in kleinen Bewegungen fährst, ist es leichter. Lass deine Ellbogen außen. Schau deine Knie an. Und dann stellst du langsam die Füße nacheinander auf und wendest dich wieder zur Seite. Hier können wir direkt wieder in den Stütz gehen. Der obere Fuß wird vor dem unteren positioniert, die Knie auf dem Boden bei dir. Hier schön mit dem Ellenbogen unter der Schulter stehen, auf die Hand drücken und das Becken heben und senken. Auf geht's. Schön gleichmäßig heben, senken. Nur noch viermal. Setze dich langsam wieder hin. Stell deine Füße auf. Etwa einen Fuß weit auseinander. Setz deine Hände seitlich auf den Boden auf.
zieh deinen Bauch ein und heb dein Becken. Alles gut? Nochmal etwas mehr den Bauch einziehen. Du schaust geradeaus, hebst dein Becken und schiebst dich auf die Fersen. Vier mehr. Und einmal hinsetzen. Jetzt legen wir uns auf den Bauch und dafür kommt der Kopf auf die Seite. Dreh dich mal um, Anton. Dankeschön. Die Fußspitzen aufstellen und die Arme machen jetzt eine Brustschwimmbewegung. Ganz weit ausholen. Und anders als im Wasser kannst du hier ein ganzes Stück weiter durchziehen mit den Armen bis an die Hose heran. Lass deine Füße stehen, drück deine Hacken nach hinten und heb die Knie vom Boden hoch. Und dann machst du große Bewegungen mit deinen Armen. Die Nase zeigt nach unten zum Boden. Und vorsichtig setzt du die Hände seitlich neben dem Brustkorb auf. Etwas dichter heran, Anton, die Hände. Ja, Knie runter. Stütz dich bitte hoch. Komm in den Vierfüßlerstand. Ein ganz langer Rücken. Möchtest du dich zu mir umdrehen? Kannst du gerne machen. Gut, jetzt hebst du den Arm zur Seite und tief. Zur Seite und tief. Mach deinen Rücken schön lang. Einmal noch. Setz die Hand auf und mach einen Katzenbuckel. Streck dich wieder lang. Katzenbuckel. Streck dich lang. Katzenbuckel. Und wir bleiben lang. Es ist Zeit, die andere Seite zu bewegen. Heb deinen Arm und schieb hier durch. Einmal mehr. Sehr gut. Setz die Hand auf, zieh die Hände vor die Knie und dreh dich im Kniestand nach vorne. Du ziehst deinen Arm nach oben. Langsam hochziehen. Ein letztes Mal. Bitte verschränke beide Finger hinter dem Kopf. Zieh die Ellbogen weit nach außen. Löse deine Arme und wechsle. Mit dem anderen Arm ziehst du jetzt nach außen. Mach das noch einmal. Öffne deine Arme und zieh deine Daumen nach hinten. Rolle die Schultern locker aus. In der Leistengegend hier unten, da bist du ganz lang gestreckt. Und dann lässt du die Arme locker hängen und stellst langsam den rechten Fuß auf den Boden. Und stützt dich auf und kommst hoch. Das hast du sehr gut gemacht. Leute, super, dass ihr durchgehalten habt. Vielen Dank. Das war ja schon echt eine anstrengende Nummer, aber ihr habt es geschafft. Bis bald. Tschüss, eure Melli und Anton.